Einen nerdigen Sonntagabend wünsche ich euch, liebe Nerds, und damit herzlich willkommen zu einem Gears and Stuff, wo wir uns heute mal die 700D von Canon etwas genauer angucken. Die wohl beste Einsteigerkamera auf dem Markt. Viel Spaß! Ich habe mir die Kamera damals, ich glaube vor etwa 2,5 Jahren gekauft, weil damals hatte eigentlich jeder YouTuber eine 600D. Und ich wollte dann auch eine Spiegelreflex haben, um einfach mehr Kontrolle zu haben als bei einem Camcorder. Und habe mich dann für die 700D entschieden, weil war das neuere Modell und war eigentlich gleich stark und auch gleich stark vom Preis. Also da hat sich nicht viel getan. Die Canon EOS 700D hat einen APS-C Sensor, also kein Vollformat, kann dafür jedoch alle Canon Objektive benutzen, die nicht aus der M-Serie sind und hat 18 Megapixel. Jedoch, wie wir alle wissen, ist die Megapixel-Anzahl nicht alles und die Canon EOS 700D hat viele andere Sachen, die sie viel besonderer machen als diese 18 Megapixel. Eine ganz tolle Möglichkeit, die 700D zu nutzen, ist über das wunderbar zu 180 Grad rotierbare Touch-Display, welches auch wunderbar im Videomodus funktioniert. Hier kann man zum Beispiel einfach per Touch seine Videosettings ändern und das macht das Ganze deutlich einfacher. Durch den integrierten Flipscreen kann man diese Kamera wunderbar zum sich selber aufnehmen, wie zum Beispiel ich jetzt hier mit meiner neuen Kamera, da habe ich auch auf keinen Flipscreen verzichtet, oder auch einfach zum Vloggen nutzen. Das ist immer ganz nützlich, um die Shots richtig zu framen, wenn man selber vor der Kamera steht. Also sich selber anzugucken und zu denken, ist das gut, wie der da steht? Ja, das passt schon. Und dann drückt man einfach auf Record. Und man sieht dann trotzdem immer noch, ist die Kamera jetzt im Bild oder habe ich sie leider etwas rausgehalten. Dieser Flipscreen ist außerdem toll für nahe Bodenaufnahmen. Denn wenn man jetzt nicht den ganzen Tag so komplett auf dem Boden liegen will, wie bei einer 7D zum Beispiel, dann kann man diesen Flipscreen nutzen, einfach so stellen und kann das dann einfach von oben herab fotografieren oder filmen. Was auch ein wunderbares Feature der 700D ist, ist der Face Detection Modus mit den neuen Cross-Type Focus Points. Wenn man da dann noch ein STM-Objektiv, wie zum Beispiel das Kit-Objektiv oder das 50mm 1.8 STM oder das 24mm 2.8 STM anschließt, dann kann man super Videoaufnahmen machen mit dem Autofokus. Das hier läuft zum Beispiel gerade auch alles mit dem Autofokus, allerdings von der 70D, die 19 Cross-Type-Focus-Points hat. Das macht es natürlich nochmal ein bisschen schneller und der reagiert besser und findet mein Gesicht besser. Jedoch klappt das mit der 700D auch schon sehr gut. Was ich auch noch sagen muss zum Handling der 700D, sie liegt wunderbar in der Hand und ist trotz einem Objektiv eigentlich noch recht leicht im Vergleich zur 70D zum Beispiel. Und die Bedienung ist sehr intuitiv. Das heißt, man macht es einfach an, man guckt sich hier diesen Modus-Wahlrad zum Beispiel an und oh, da ist ein Sportler drauf, damit kann ich bestimmt Sportaufnahmen machen. Sowas ist intuitive Bedienung, wie ich sie mir wünsche. Ein Kontra, was zumindest die Filmer unter uns betrifft, ist das integrierte Audio, denn mit dem integrierten Mikro bekommt man kein brauchbares Audio hin. Dafür braucht man dann zum Beispiel ein externes Mikro, wie ich es auch benutzt habe, und am besten auch noch einen externen Audio-Recorder, mit dem man das einfach synchronisiert. Was mich nach einiger Zeit Nutzen dieser Kamera doch etwas traurig gestimmt hat, weil ich es vorher einfach nicht wusste, ist der nicht vorhandene Bulb-Modus an diesem Moduswahlrad. Der Bulb-Modus ermöglicht noch längere Langzeitbelichtungen als 30 Sekunden zu machen, wenn man den Auslöser gedrückt hält oder wenn man einen manuellen Auslöser dafür hat. Der war hier leider nicht mit drin, ich hätte ihn manchmal sehr gerne gebraucht, aber so wichtig ist es jetzt auch für Anfänger nicht. Generell kann man sagen, dass die 700D ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis hat, denn diese bekommt man schon für 463 Euro nur den Body und wenn man dann noch ungefähr 50 Euro drauflegt, bekommt man auch noch das Kit-Objektiv dazu, was ich jedem empfehlen würde, auch wenn viele sagen, ach, das ist doch Crap. Für einen Anfang ist es sehr gut und gerade für Videografen, wenn ihr vorhabt, mit dem Autofokus zu filmen, zum Beispiel euch beim Vloggen oder euch beim sowas aufnehmen, dann tut der STM-Motor auch seinen ersten Job ganz gut, bis ihr dann zum neuen Objektiv upgraden könnt. Generell kann ich sagen, dass die 700D wunderbar für Einsteiger in das Videografentum ist, das heißt für einfache Filmer. Wenn ihr mehr Kontrolle haben wollt als mit so einem schrägen Camcorder, dann kauft euch eine 700D, denn die gibt euch erweiterte Kontrolle, überfordert euch aber nicht direkt und liefert euch deutlich besseres Bild. Wenn ihr jetzt jedoch Vlogger seid, solltet ihr eventuell besser zu einer Powershot greifen, weil die nochmal deutlich besser ist, was den Autofokus angeht. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Kaufentscheidung helfen und euch irgendwie informieren.
dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr könnt hier zu meinem letzten Review kommen vom Xbox Controller bzw. dem Xbox Bluetooth Stick. Und hier unten kommt ihr zum Nerdshit von letzter Woche. Naja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi!